Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, A Thief's End. Weiter geht's! Wahrscheinlich warten die draußen. Die ganzen Gegner. Das ist wie eine Ballerei. Hier drüben. Okay. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Da wird auch schon Sache in die Luft gejagt. Verzeihung. Excusez-moi. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Ja, wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Ja, sollten wir nicht. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Nate, pass auf! Alle aus dem Weg! Granate! Verdammt! Da dachte ich, der wäre schon genug angeschlagen gewesen, aber nein. War er nicht. Der ist erwischt. Und weiterer Kopfschuss. Na, Kopf. Auweia. Wo müssen wir hin? Um dem zu entkommen. Wo kam der denn her? Ja, irgendwie muss er an dem vorbei. Erwischt. Nachladen, bitte. Da lang. Wer schießt denn von da? Ja, los! Ich glaube, da müssen wir rein. Okay, so einfach kann man da nicht reinrennen. Am besten, ich gehe mal von Anfang an rechts lang, links lang. Nachladen, bitte.
Okay, da ist nicht gut zu sein. Kopfschuss. Mann, wie lange muss man warten, bis das Leben wieder regeneriert? Granate! Erledigt. So. Komm her. Erledigt. Was? Das war nur eine Salve und ich bin tot. Eine Salve und ich bin erledigt. Was zur Hölle? Wie soll man dann da durchkommen? Wieso ich zu nett? Wieso gehst du da hin? Wieso ist er da hingegangen? Das macht doch keinen Sinn. Deckung. Boah. Der macht ja ganz schön das Leben schwer. Dieses MG. Guck. Nee. Wieso kann man da nicht durchschießen? Er schon. Zwei sind noch da. Das kommt schon. Erledigt. Jetzt komme ich wie am besten dahin. Oh, da lang. Ich wollte doch nur Munition haben. Wieso schießt er so schnell, dass ich nicht reagieren kann? Und wieso ist kein Checkpoint hier?
So, zwei erledigt. Genau, jetzt musst du nachladen. Wie viel hält der aus? Die halten verdammt viel aus. Komm. Hast du Spaß? Komm mich herein. Danke für die Muni. So triffst du uns nicht. Alles gut? Ja, gib Gas. Und weg hier. Kommen wir zu Sam. Einfach immer nach unten. Genial. Nee, da sind noch mehr. Verdammt. Ja, die fahre ich einfach über. Festhalten. Ach, Himmel. Da lang. Aus dem Weg. Wie überfahren niemanden. Wir müssen uns ja beeilen. Au, aua. Wir müssen den Laster loswerden. Ja, irgendwie, aber wie? Da lang? Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Sam schafft's nicht, wenn wir da nicht runterkommen. Ja. Hey, er steht da. Wo zum Teufel bist du lang? Du sagtest doch einfach bergab. Durch eine Einkaufsstraße. Okay, hier. Oh, halt, halt, halt! Also hier lang. Los. Ich fahr dann mal hier durch. Soll ich jetzt machen? Hey, die Treppe hoch! Welche Treppe? Die da? Los geht's. Oho, go. Ray will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du echt? Ja. Weiß ich doch. Ich glaube, wir sind sie los. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Die Liste wird länger. Weiter bergab. Ja, weiter bergunter. Dann soll der Laster mal vorbeikommen. Er ist einen Umweg gefahren. Warte. Keine Angst, ich schaff das. Ich schaff das nicht. Oh, übers Dach. Heilige Scheiße. Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Oh ja, auf dem Motorrad. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache?
kommen wir zu ihm? Keine Ahnung. Folge einfach diesem Konvoi da. Ja, wir folgen ihm. Müssen aber eben wieder hinkommen erstmal. Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, also wohl noch nicht. Quer durchs Gelände. Uah. Wo führt das noch lang? Okay. Gleich zu Ende? Oh oh. Oh shit. Weiter nach oben. Die sind immer noch weiter am Folgen. Wieso nimmt ihr Verfolger eigentlich einen Kran mit? So, dass ich mich daran festhalten kann. Erwischt. Verdammt, da war noch einer. So, der Wagen ist schon mal weg. So, weg mit dir. So, nun zu dir da. Oh, ich muss nach vorne. Wo kommst du denn her? Huh. Ein weiterer Wagen. Deine Luftjagd ist. Und da fliegen sie wieder. Oh Mann, ich brauche einen neuen Wagen. Aua. Runter. Und weg mit dir. Da lag. Jetzt ist die Frage, was muss ich machen? Auf jeden Fall da hoch. Geht aber schlecht, wenn ich abgeschossen werde. Vielleicht ein bisschen näher dran, vielleicht. Vielleicht die erstmal wegrammen. Oh. Mein neues Auto.
neues Auto. Verdammt! Und du auch runter! Runter hier! Hehe, die ganzen Motorradfahrer erstmal wegkramen. Sam! So. Ich komme, Sam. Komm hier, versuch's. Okay, okay. Komm rüber. Sam, springe das verdammte Auto. Ich bin schneller. Diskutier nicht rum. Vorsicht. Verdammt. Oh oh. So, weg mit dem Sitz. Ich muss hier raus. So. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Verdammt, das ist nicht gut. Scheiße, der lebt noch! So, die sind erledigt. So leicht bin ich nicht zu erledigen. Oh, shit. Dieser Truck ist nervig. Okay, mit dem Ultimekten erledigen. Den Wagen. Auch wir schießen auf den Motor. Ja, ich schieß ja. Er ist ja auch wie eine Klette. Na, hier oben kannst du nicht hin. Die sollten langsam aussteigen. Heilige Scheiße. Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Ah, der Laster war mal wieder ein Problem.
Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen... Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Überraschung! Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir
lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Da ist das Lügenkonstrukt zusammengebrochen. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Hm. Und das ganze Gebiet jetzt absuchen. Größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Ah, ich kann fahren. Gut. Wow, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Ja. Ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, du meinst von Piraten gemacht. Klar. Aber ich würde sagen, bevor wir hier alles erkunden, mache jetzt hier einen Cut und naja, vielleicht ist bis zum ja sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hat wie viel müsst ihr noch reden? Verbraucht und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was wenn er wirklich pleite war? Dann sollten uns beide lieber ein Versteck suchen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.